Hi, zurück zu Assassin's Creed. Wir sollen hier Charles Lee folgen. Sind hier nett in Boston abgeholt worden von ihm. Der mag uns. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Als Reaktion verspricht der Herzog von Newcastle mehr Truppen, um das Blatt zu wenden. Er wird als Sieger hervorgehen. Hallo Sir, kauft ein Flugblatt und bleibt gebildet. 6 Pence. Ganz geil gemacht, ne? Oh, Hundi, hey. Kann ich dich streicheln? Hey, hallo. Na, Digga. So, gut ist. Oh, er ist schon ein bisschen ungeduldig. Alles muss los. Dieb! Haltet den Dieb! Oh, ich bin ins Fass gelaufen. Boston ist eine lebhafte Stadt. Ja. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Okay, was müssen wir? Mischwarenladen finden, was da drüben. Was gaffen die alle so? Kotzmuscheln, Scheibenmuscheln und andere Mollusken. Okay, um die Ecke, oder? Mist. Hier um die Ecke, okay. Komm damit zurück, du Schurke! Ja. Ups. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin. Ist mir eine Ehre. Haytham Kinway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Okay. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Okay, nun, Benjamin Franklin wartet im General Store. Gut, einmal nach Boston. Hier gibt es Band 1, 0 von 4, okay. Bling. Okay, ich möchte eigentlich nur da rein. Okay, hi. So, wir sollen Schwert und Pistole kaufen. Was braucht ihr, mein Herr? Schwert und Pistole. Möchte kaufen. Normale Waffe, ein Schwert, normales Schwert. Was kostet es? Kosten 700. Okay, die haben wir ja gerade mal. Okay, gekauft. Und dann wollen wir natürlich noch eine Crazy Pistole. Steinschlosspistole, okay. Was kostet die? Wie bitte? 2000 Mäuse? Alter. Naja. Dankeschön, okay. Mehr will ich nicht. So, dann wollen wir natürlich Pferdchen. So, wo ist er? Ey, da. Ja. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch, doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein, Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon am Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Zufriedenheit! Das ist es? Nein. Mann, da können wir ein bisschen früher einlenken, dass man weiß, wo man hin will. Green Dragon.
Jetzt sieht sie nach Kneipe an. So, wo ist es? Da, wo die ganzen Pferdchen sind und der Drachen dran ist. Okay, absitzen. So, willkommen in Boston. Ach, da ist er. Wollen wir rein oder was willst du hier? Du Lügner! Betrügner, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr auf etwas den Boden essen? Oder was? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Von Mom, ja. Mom hat ein Loch im Arm. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Sehr wohl. Folge Charles Lee. Na, den müssen wir die ganze Zeit nur folgen, oder? Komm. Er spricht auch nicht so sehr, ne? Carlos? Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Wer, Carlos? Nein. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Natürlich tun wir das. So, auf geht's. William Johnson ist neu dabei. Okay, so hier kann man nur langsam laufen, ne? So, Pferdchen und gutes. Mit dem Quatschen hier. Hallo? Du da? Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Deine Mutter. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. War auch keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Geile Idee. So. Ah, um zu schießen, ich will den Ausguck nicht wegballern. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Okay. Sollten wir mit Feuerwaffe eliminieren. 1 von 10. Okay. Klippe hochklettern. Ist das hier die Klippe? Nein, oder? Nee, da sollen wir nicht hoch, oder? Doch. Au, aua. Eins von zehn. Kann ich mir auch so ein... Aha. So ein Gewehr wäre natürlich irgendwie cooler, oder? So, wir wollen aber... B drücken.
Aha, wie geil. Okay. Ihr zwei, haut ab! Sind das da Söldner? Ach, die Kollegen. Verschwinde, bevor wir... Das dauert immer ein bisschen, okay. Oh, okay. Ja, genau, okay. Das habe ich wohl irgendwie nicht so richtig verstanden. Oh. Au, 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 au. So, haut ab, ihr Vögel. Okay, das war nicht so wie geplant, ne? Zurück! Zurück! Drin sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Müssen wir das hier wieder hinschieben? Nur auf das eine Fass, oder was? Ja, und schießen? Hey, wollt ihr mich verarschen? Okay. Ja, komm, ich nehme meine Waffe, meine kleine Pistole und dann ziele ich da drauf und schieße. Aha, bestimmt nicht die. Die auch nicht. Die auch nicht. Ey, ich will mit meiner scheiß Pistole schießen. Okay. Die waren wohl doch nicht so sicher da drin. Ah, ich dachte, wir wollen hier was gucken. Okay. Doch unten, oder was? Das bringt sicher. Aha. Plündern könnt ihr. Oh. Legt die Waffen nieder. Und ich lasse euch vielleicht am Leben. Ja, shit. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Was machen wir? Aua! Oh, ich brauche eine andere Waffe. Wie hast du mal mit diesem Säbel? Okay, komm. So geht's natürlich nicht. Aua! Ah, wie kriegt denn den Säbel? Scheiße, so. Okay, die anderen sind schon fertig. Scheiße. Okay, es hat richtig gut geklappt. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich hab keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Lass liegen. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Sam. Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Fürchterliche Tragödie, das. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink.
Oh, verteidigen. Kleinen Moment. Schnell mal hinterher. Vorsicht, Herren. Gesellschaft. Wo passt denn? Auf die Truhe auf, Charles. Ach, wir kümmern uns um die Gauner. Ich wollte eigentlich dieses Schwert mal nehmen. Oh, Schwert ist nicht so geil, ne? Nee. Auch mal was anderes, shit. Wo sind die anderen Vögelchen? Ach, er hier. Oh. Ah, muss auch üben, ne? Sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir noch immer den Spaß verderben? $13, lalalas, so nett. Pfund. Okay, aber ich glaube, da kommen noch mehr, ne? Schnell mal hinterher rennen. Irgendwelche Vögel, die uns hier angreifen. Mal gucken. Cheep, cheep. Ein bisschen vorlaufen. Ah. Mit dem doofen... Okay, ich glaube, ich muss irgendwie mal helfen. Ah, auch kaputt. Ich glaube, ich soll echt die Pistole nehmen, ne? Ist ein bisschen blöd, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Auch an den Vogel da oben. Ah, okay, muss ich erstmal. Das Maschinengewehr ist noch nicht erfunden. Shit. Komm, gib Gas. So, der ist kaputt. Okay. Haben wir auch 6, haben wir schon kaputt. Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Mit der Waffe werden die Wachen ihm Beine machen. Okay. Hey, da boxt er mich weg, der Affe. Das ist nicht so clever. Oh. So, und den Vogel da oben müssen wir auch noch wegballern. Ziehen ist nicht so einfach mit dem Ding. Na komm. Komm, du musst schneller sein. Ja, ein Schuss. Der fliegt da oben. Der kann schweben. 9, okay, wo seid ihr? Haben wir nicht noch einen? Ah, die Vögelchen da hinten. Ah, ich brauche Munition, ne? Da muss ich mal hier ein bisschen gucken. Kleinen Moment.
6 Kugeln erhalten, sehr schön. Okay, ich komme kurz hinterher. Komm, komm, komm. 2 Kugeln, sehr toll. Komm, Kamera. Komm, Mann, braucht das lange. Was denn? Ah. Ist alles gut? Ja. Ich glaube, ich brauche noch mehr, oder? Brauche ich irgendwie Pulver oder was? Den hatten wir schon. Den im Gebüsch vielleicht noch nicht. Okay, ist aber mühsam, ne? Kriege ich vielleicht irgendwann mal eine richtig gut. Oder der war von der Reichweite noch nicht. Konnte ich den nicht kriegen? Okay. So, mein Vogel. Das lange. Okay, Leute. Alles gut bei euch. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken. Wenn er möchte, was mache ich denn da? Hallo? Ah, die schmusen gerne, die zwei. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Okay. Hm. Johnsons Botengang. Okay. 170. Okay. Das klappte dann wohl mal ganz gut. So, was liegt an? Hier hinten? Oder ist es oben? Es ist oben, oder? Ah, shit. Zu voreilig hier einfach mal runtergelaufen. Unten kann man spielen. Der nächste auf der Liste. Oder was stand da? Guten Abend, Gentlemen. Hallo? Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hey, Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Hallo? Wisst ihr, wo sie sind? Ich fürchte nicht. Benjamin Churchill. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wo an? Okay, ich schlage aber mal vor, das machen wir beim nächsten Mal, okay? Also, ich laufe da mal hin, mal gucken, wie es weitergeht, okay? Bis dann, ciao!